Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Wie ich ja schon angesprochen habe, wollte ich euch ein paar Legendenfights zeigen, denn wir haben seit kurzem wieder jemanden in der Legendenliga, auch sogar relativ hoch. Also es ist nicht der erste, wir hatten schon einen, der Max bei uns war auch schon in der Legendenliga. Allerdings, glaube ich, habe ich da noch nicht so viel aufgenommen wie jetzt. Und ich denke, die Fights sind ganz interessant, die guckt jeder mal ganz gerne. Ich nehme mich auch und dann würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal zwei, drei Kämpfe da oben an und ich versuche die mal so ein bisschen mit zu moderieren. So, dann sind wir auch schon im ersten Fight von unserem legendären Warrior. Er kommt in der Regel zurzeit mit den gleichen Truppen heraus. Das heißt, er macht in der Regel einen Queenwalk, folgt dann mit den Bowlern und den Hexen, um einen relativ großen Funnel zu kreieren. Wenn man manchmal was nicht sieht, ich habe dann versucht, da jeweils in die Szene reinzuscrollen und um das Wesentliche auch zu zeigen. Er raged hier jetzt also die Queen, denn in der Regel haben natürlich viele da oben in der Legende in etwa den gleichen Truppenlevel wie der Spieler selber. Also hier oben tummeln sich natürlich auch Zehner. Und manchmal verliert sich hier sogar ein Neuner, also ein Achter habe ich hier noch nicht gesehen. Soll es aber, glaube ich, auch schon gegeben haben. Und ich finde das eigentlich gut, wenn man hier oben in diesen Ligen spielt. Man hat eigentlich immer eine richtige CK-Truppe an Mann und man trifft auch auf Bases, die immer so ein bisschen CK-mäßig angelehnt sind. Das heißt, man hat irgendwo ein paar Truppen, die aus der Clanburg kommen, gute Truppen, mal natürlich auch Farmtruppen, wenn der Gegner sich schon darauf eingestellt hat, auch wieder einen Angriff zu machen. Und das finde ich eigentlich gut an den hohen Ligen. Also das ist jetzt nicht nur bezogen auf die Legendenliga, sondern ich finde, das geht schon so ab Meister 2, Meister 1, Champion geht das ganz gut los, wo man gut üben kann mit CK-Truppen. Natürlich kann man das auch in den Freundschaftsangriffen machen, aber da hat man dann sehr häufig Truppen in den Clanburgen, die da heißen Riesen oder irgendwelche Farmtruppen. Und es ist nicht ganz so real. Man kann natürlich jemanden bitten, pass mal auf, ich packe dir gleich ein paar gute Truppen in die Clanburg und dann gib mir mal deine Base, dass ich mal ein bisschen zum Üben angreifen kann. Und so kann man das Ganze natürlich auch organisieren. Ich mache das manchmal mit meinen RH9-Accounts. Mit meinem RH10 muss ich auch woanders üben. Aber auch das funktioniert und wir sehen im Hintergrund, wie das Ganze auch gut funktionieren kann. Hier gibt es natürlich dann nicht mehr so viel Pokale. Das ist auch das Leid, finde ich, der Legende, dass du hier, wenn du eine Base 100% räumst, kriegst du noch ganz annehmbare Pokale. Ich nenne mal einfach eine Zahl, 18 Pokale oder so. Und wenn du natürlich verlierst, kriegst du gleich 40 oder 50 Stück abgezogen. Aber wenn du so eine Base dann nur zu 96 oder 98% oder 99% schaffst, dann bekommst du nur den Bruchteil dessen, was die 100% gegeben haben. Ich sag mal, von den 18 bleiben dir dann vielleicht noch 7 über oder 8. Das ist dann natürlich eine ganz miese Geschichte. Und ja, ich meine, so ist es. Hier oben, je höher du kommst, desto weniger an Pokalen bekommst du. Da ist dann mal selten einer dabei, wo du richtig viele Pokale für einen Angriff bekommst, aber wo man unter Umständen natürlich auch wieder viele Pokale für eine Defense bekommen kann. Ja, so eine Defense macht derjenige ja auch ab und zu mal. Es ist ja nicht so, dass da oben nur gewonnen wird, sondern es wird auch verteidigt und dementsprechend kann man natürlich durch die Verteidigung wesentlich mehr Pokale eigentlich holen, als dass man sie durch die Angriffe reinholt. Das ist vielleicht ein Vergleich von, ich muss mindestens dreimal angreifen für XX Pokale und bekomme die gleichen Pokale, wenn ich einmal defende. Ist natürlich auch nicht schlecht. Aber hier sehen wir wieder die gleiche Truppenkombination und sehen, dass er hier jetzt ganz gut in die Base kommt. Die Base ist allerdings von den Mauern her ein bisschen schwach besetzt. Mit zwei Mauerbrechern geht er natürlich ganz locker in die Base rein und kommt dann wieder mit seinen
seinem Killsquad rein. Jetzt geht natürlich die Queen erstmal so ein bisschen außenrum. Mal gucken, die müsste eigentlich jetzt aber wieder zurückgehen, weil das Lager doch zu weit entfernt ist. Macht sie auch. Man kann sich das immer so ein bisschen ja ausrechnen. Dafür muss man natürlich auch den schnellen Blick in so eine Base haben. Jetzt schafft aber schon mal die Queen den Adler. Das ist natürlich super. Und dann geht das hier fröhlich und munter weiter in die Base. Aber ihr seht selber, man kommt schon recht weit in so eine Base rein. Wir sind jetzt schon bei 19% und haben das erst nur mit zwei Truppen gemacht, die natürlich von der Anzahl der Truppen her viel zählen für den Adler, wenn er jetzt nicht schon weg wäre. Aber hier ist das jetzt erstmal völlig Wumpe. Das heißt, hier kann man alle Truppen schicken, hier schießt er nun kein Adler mehr und so kann er hier seinen gewohnten Funnel erstmal starten mit den Hexen, mit den Bowlern, mit seinem King. Die gehen hier unten jetzt auch wirklich schön durch die ganzen Masse der Truppen. Jetzt kommen allerdings ein paar Magier aus der Clanburg. Die sind natürlich leicht zu giften oder der Herr es hier macht Fries und Gift. Also doppelt drauf, anhalten und vergiften. Auch eine schöne Taktik. Jetzt sind sie auch schon weg. Und das kannst du natürlich nicht mit allen Truppen machen. Aber mit den Magiern war das genau das Richtige. Denn der zweite Inferno ist auf der gesamt anderen Seite jetzt gesehen von der Queen und tut jetzt erstmal überhaupt keinen weh. Und deswegen konnte er hier den Fries ruhig dafür verbrauchen. Hat jetzt die Walküren einfach mit in das Getummel reingeschickt, weil das Rathaus jetzt schon weg ist. Er behält sich die immer fürs Rathaus auf. Und so schauen wir mal, wie viel Prozente das hier wären. Ob das ein 100% Angriff wird, das weiß ich nämlich hier auch nicht. Ich habe mir noch nicht alle angeguckt, sondern ich habe erstmal einige mit aufgezeichnet. Die sind also ein paar Tage jetzt schon alt, weil ich sie erstmal liegen lassen habe, bevor ich dann überhaupt diese Folge hier abdrehe. Und ich wollte euch das aber mal nicht vorenthalten, dass es das natürlich auch bei den Warriors gibt. Das gibt es nicht nur woanders. Ich spiele selber natürlich noch nicht in dieser hohen Liga. Oh, das ist Pech. 99%. Da seht ihr selber. 4 Pokale. Ja, hätte er hier die 100% gemacht, wären das sicherlich locker 16, 18, 20 Pokale gewesen. Und zum Schluss schauen wir uns nochmal eine Defense hier an. Das heißt, er ist natürlich auch irgendwo am Defenden und muss hier auch verteidigen. Hat in der Regel ja auch Magier oder Luftzeugs in der Clanburg, so wie hier sieht man ja, die Lakaien machen natürlich gerade gegen die Riesen und gegen die Bowler viel Schaden. Der Gegner giftet jetzt noch nicht, aus welchem Grund auch immer. Ja, spart immer noch den Gift aus, ist auch ein bisschen komische dunkle Zauberkombination unten mit dem einen Erdbeben und den einem Gift. Ich meine, warum hat er den Gift nicht genommen? Dafür ist er ja eigentlich da. Und der Kollege hier aus der Titan 2 Liga tut sich jetzt natürlich schwer, hier die restlichen Prozente zu holen. Zumal jetzt gleich der Adler auch wieder weiter ballert. Also wenn du den nicht bekommst, dann musst du schon richtig Haufen Truppen haben, die hier durchgehen. Und das hat der Angreifer in diesem Moment nicht. Wir sind jetzt bei 47%. Da geht sicherlich noch ein bisschen was. 50% ein Stern, also verteidigt hat er hier auch nicht. Also er hat hier verloren. Aber hat sein Rathaus nicht verloren und dementsprechend, wenn es denn nur ein Einsterner wird, ist der Verlust an Pokalen auch noch ganz gut, also ganz erträglich. Man verliert nicht gleich 20, 30 Pokale, sondern auch hier muss ich mal schauen, wie viel der Gegner für diesen einen Stern denn bekommen hat. Der ist ja immerhin noch eine Liga unter Maste und bekommt er aber immerhin, wenn man das mal überlegt, 18 Stück für einen einzigen Stern. Und wir sind zurück in meiner Base, in meiner kläglichen Liga und sind immer noch mit unserer Kobold-Farm-Armee dabei. Das ist auch gar nicht schlecht so. Ich habe nach wie vor meine vielen Kobolde ausgebildet. Aber was ich mal mitgenommen habe, ich habe den Klonzauber wieder in der Armee drin, beziehungsweise in der Zauberarmee drin. Und wollte mir jetzt eigentlich mal eine Base suchen, die ich komplett mit dieser Truppe hier räume oder auch nicht räume. Sollte also eine Base sein, die alle großen Ressourcen irgendwo in der Mitte hat, wo ich mit den Kobolden gut reinspringen kann.
Und der Klon soll eigentlich auf meine Riesen gehen, denn so ein Riese passt 5 Felder. 20 Felder kann mein Klonzauber auf Level 1 klonen, also doppeln. Das heißt, wir kriegen 4 Riesen mehr aufs Feld. Und die sind allerdings auch auf dem gleichen Level wie ich, also die werden dort nicht vom Level her angehoben. Und das ist eigentlich mal so eine Bestie, die nehmen wir einfach mal mit, damit wir das mal mit dem Klonzauber sehen. Und ich würde sagen, wir kommen über die Queen-Seite einfach mal rein mit unseren Riesen auf 2 Faden und schicken unsere Magier hier mit rein, Queen mit rein und die Clanburg mit rein. Dann haben wir hier schon mal so eine erste Horde Mauerbrecher, aber die Riesen sind da schon durchgegangen. Und das, was ich ja jetzt eigentlich machen wollte, ich wollte den Klonzauber hier auf die Riesen packen. Und da seht ihr das jetzt, da sind die geklonten Riesen. Jetzt schicke ich hier mal so ein paar Kobis hinterher. Ein paar sollen allerdings auch nach außen laufen. Hier nehmen wir mal den Sprung mit rein, dass die Truppen hier reinspringen können. Und so ein paar Bogenschützen hier unten für die, jetzt wird es hektisch, für den einen Bogenschützenturm. Der Gegner hier hat ja die Ressourcen recht weit außen und da muss ich so ein bisschen mit meinen Kobolden hier einmal clearen und hier einmal clearen. Guck mal, ob die geklonten Riesen noch da sind, sind sie aber nicht und haben hier aber alle Ressourcen geholt. Ich kann jetzt noch so ein paar Prozent hier holen, indem ich hier hinten vielleicht meine Bogenschützen reinziehe, die mir vielleicht noch das allerletzte Dunkle da rausholen. Ah, das macht die Queen schon, okay. Und dann holen wir einfach noch ein paar Prozent hier. Dann ist die Armee auch Geschichte, aber ich finde das nach wie vor gut. Auch mit dem Klonzauber, gerade wo er jetzt so billig ist, ersetzt er ja auch so einen kleinen Teil. Also kann einfach ein paar Truppen mehr ins Feld setzen. Ich habe jetzt gedacht, ich mache das vielleicht erst mit den Kobolden. Aber das wäre auch Blödsinn gewesen. Hier geben wir mal auf. Die Queen wird jetzt gleich schon sterben. Ganz gute Farmressourcen für meine Farm. Kobold-Gang. Ja, auch nicht sehr teuer ist. Wir können mal nachgucken, was die eigentlich kostet. Kostet 160.000 Elex. Kein bisschen Dunkles. Und von daher machen wir hier fast in jedem Angriff mal so ein bisschen Gewinn. Ich habe auch jetzt einen Mauerbrecher mir freigelassen. Den lasse ich mir jetzt auch im Moment ein bisschen frei, denn ich habe hier unten in diesem Stück, man sieht das hier, so ein bisschen ein paar Mauern mehr gemacht, weil ich will die nicht außer Acht lassen, denn mein King geht stumpf auf die Level 34, 35 zu. Das heißt, es ist nicht mehr weit, bis der Max ist. Und ich möchte so ein bisschen meine Base dazu angeglichen haben und vor allen Dingen die Mauern, denn die Def ist sicherlich auch eher fertig, als dass ich die Mauern fertig habe. Und ich möchte alles so ein bisschen zeitgleich koordinieren, denn dieses Jahr soll ja noch zumindest auch für mich der Start auf RH11 kommen. Und je weiter das wegrückt, desto mehr Updates kommen auch dazwischen. Aber das wird sicherlich funktionieren. Und wir sind aktuell im CK. Ich hatte das auch schon kurz einmal angesprochen, dass ich gestern nicht mehr mit reingeguckt habe. Aber heute riskieren wir mal einen Blick und wir haben unsere RH8 hier rausgelassen und sehen hier unten, wir haben nur RH9 hier unten in dem Bereich. Das heißt also, wenn es dann bei der Gegnersuche so ist, dann kann es nur so sein, dass du einen Gegner bekommst, der unten schwächer ist oder mindestens gleich ist. Und wir sehen auf der anderen Seite, er ist diesmal nicht extrem geschwächt, aber das sind satte 6 Angriffe, die der Gegner weniger hat von 40, also 34 bleiben ihm noch. Und der Rest an Bases ist relativ ausgeglichen. Der Gegner hat so 1, 2, 3 Zehner mehr. Das sind aber 9 halber und 10 halber. Und die kriegen wir sicherlich irgendwo kompensiert. Wir haben auch umgestellt unser Konzept, wie wir angreifen. Also unser Gegenüber ist jetzt nicht mehr so unbedingt erste Wahl. Das heißt, wir können oder wir werden jetzt auch mal so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen anders angreifen unter Umständen. Und ich muss mal eben was schauen. Ich brauche den weniger. Dann kommt der Klonspeller hinterher. Und werden das Ganze so ein bisschen flexibler gestalten. Ich hoffe, das hilft uns vor allen Dingen in den Kriegen, wo wir manchmal etwas unterbesetzt sind. Aber in den kleinen, ich hatte das immer angesprochen und wir haben das jetzt gestern mal wieder so gemacht. 8 da rausgelassen. Wir haben auch nur noch 2 jetzt oder naja, wir haben noch 3. Und aber wovon einer im Moment etwas inaktiver ist und von daher sehe ich das ganz oder sehe ich das durchaus vielversprechend, dass wir diesen Clankrieg hier einigermaßen gut gewinnen.
Ja, wir wollen ja gewinnen. Wir sind die True Warriors und haben Ziele. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ich habe ja auch Ziele, nämlich noch mehr Videos zu machen, über was auch immer, ob das Dorfbesuche sind oder ein paar Legenden einzubauen oder auch von euch irgendwelche tollen Farm-Videos, die mindestens in HD sein müssen, die könnt ihr mir ruhig senden, wenn ihr reichlich Bandbreite habt. Ich habe sie reichlich und dementsprechend werden auch noch reichlich Videos von mir folgen. Aber ich würde sagen, erstmal bis morgen vom CK. Ich werde sicherlich was vom CK zeigen, da der ja dann ganz aktuell ist. Und dann würde ich sagen, ich verbleibe damit. Euer Toto. Best.